geht, Leute? Hamburg Gangsters hier und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, meine lieben Freunde, wir sind wieder back am Stissel und zwar mit einem Special Card bei First Guy. Ich hoffe, ihr feiert auf jeden Fall das Video. In zwei Tagen kommt nochmal ein Video und dann kommt auch nochmal ein Video in Richtung Wochenende. Ihr könnt euch auf Livestreams freuen, auf jeden Fall zum Weekend League. Letzte Woche musste ich leider ein bisschen ausfallen lassen, da hatte ich wirklich viel zu tun. Ich konnte auch zum Beispiel einige Sachen nicht hochladen. Ich habe ein Screenpack-Opening gemacht, ich habe ein bisschen Geld investiert. Mein Bester war Alan Robben, dann wollte ich das nicht hochladen, auch wenn ich ein bisschen Geld dafür investiert habe. Ihr wisst, glaube ich, wie ich das meine mit dem bisschen Geld. Das war ein bisschen mehr, aber ich habe nur Scheiße gezogen. Ich habe sogar ein Thumbnail für WL fertig gemacht. WL lief gar nicht. Also ich hatte sonst immer eigentlich Top-Ergebnisse, muss ich sagen. Die ersten beiden WLs, ich teile mir den Account ja von Sonic, beziehungsweise die auf jeden Fall klar gehen. Und die letzte Week war einfach nur furchtbar eigentlich. Aber ich werde ein neues Team auf jeden Fall bauen und euch auch vorstellen. Und ich hoffe, ihr freut euch drauf. Wenn ihr, wie gesagt, Wünsche habt, gerne unten. Es kommen Serien auf euch zu, Freunde. Ihr glaubt es nicht. Ich habe schon mit einem anderen Streamer zusammen, werde ich eine Serie machen auf jeden Fall. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Hat einen Entertainment-Faktor und ich spreche es einfach mal jetzt schon. Ihr könnt einfach Themen, wir werden die Sachen machen, die wir machen halt. Wir spielen dort zusammen und werden dann, ich sage mal, 2 bis 3 Fragen beantworten. Das heißt, ihr könnt gerne jetzt schon unter diesem Video, damit wir für die ersten Folgen schon Fragen haben, beantworten oder diskutiert Themen, was ihr wissen wollt. Egal, ob es die Fußballwelt ist oder privat oder sonst was. Ich würde sagen, nachdem wir das alles gesagt haben, wenn ihr mich supporten wollt, gerne einen Daumen nach oben und die Glocke anlassen, wenn ihr möchtet. Wäre auf jeden Fall fresh und ich würde sagen, wir beginnen jetzt einfach mal mit Special Card bei First Guy. Und wenn ihr es mehr öfter sehen wollt, dann bitte gerne in die Kommentare schreiben. Let's go. Okay, altbekannt machen wir einfach mal den Keeper. 1, 2, 3, let's go. Und wir kriegen Ospina. Alles klar, Ospina wird sich dann gegönnt. Ich denke, ich bin damit relativ zufrieden. Okay, wir haben jetzt Ospina im Tor. Mal gucken, wer als Rechtsverteidiger. 3, 2, 1, gib ihm. Und wir bekommen Arias. Okay, alles klar. Arias hat eigentlich sehr gute Werte. Link leider nicht hoch, aber naja, sonst hatten wir ja sonst noch andere zur Auswahl. Aber ich denke, mit Arias kann man wenig falsch machen in der Champions League Version. Okay, Arias ist jetzt im Team und natürlich nehmen wir die doppelten. Das heißt, Innenverteidiger, die direkt hintereinander kommen. Haben wir schon beide besetzt in 3, 2, 1. Gib ihm. Und wir bekommen Sané. Sehr lecker. Und Nastasic, das sind jetzt 2 Schalker, das passt ja wie die Faust aufs Auge. Ja, moinsen. Dann haben wir noch Bailey, den hätten wir sogar im Verein. Ja, moin, der ist ein bisschen teuer. Und den hatten wir im Squad Battle Pack gezogen. Wer Instagram followed, hat das auf jeden Fall gesehen. Aber mit den beiden lässt sich leben, muss ich zugeben. Okay, jetzt bin ich gespannt, wen wir als Linksverteidiger, nachdem die Schalker unsere Innenverteidigung betreten haben, wen wir dort bekommen. 3, 2, 1, gib ihm! Es ist Gololi, kenne ich gar nicht. Spielt bei Zürich. Okay, den werden wir uns dann nehmen. Der hat eigentlich ganz gute Werte, muss ich sagen. Aber es ist natürlich Abschlusspreis, denke ich mal. Okay, Linksverteidiger ist drin. Dann würde ich mal sagen, 3, 2, 1, ZMs, gib uns was Gutes. Und wir kriegen Keita und Verratti. Na, das sind doch 2 Schmuckstücke. Die kann man auf jeden Fall gerne gebrauchen. Passen zwar überhaupt nicht zueinander. Aber dennoch, denke ich, lässt sich damit auf jeden Fall leben. Ich spiele Keita persönlich sehr, sehr gerne und Verratti hat Bombenstats. Ich bin gespannt, wie der sich spielen lässt. So, Freunde, ich habe nochmal eben nachgeguckt und wir haben zwar schon starke Picks dazwischen gehabt, haben aber noch einiges offen an Coins. Heißt, normalerweise würde ich das nicht machen, aber ihr könnt mal reinschreiben, wie ihr das seht, ob ihr es gut oder schlecht findet, wenn ich zum Beispiel übermäßig an Coins habe, dass wir einfach noch geilere Spieler sehen, dass ich uns jetzt einfach eine geile Icon auf dem linken Flügel hole. Und die würde ich dann theoretisch aussuchen, wenn ich die random picken würde, würde wahrscheinlich, habe ich Angst, dass da eine Unterversion kommt von irgendeiner anderen und die sich dann nie wieder verkauft. Dementsprechend würde ich sagen, gucke ich mal, welche die geilste ist und, oder beziehungsweise die, ich am liebsten spielen möchte und die, wo ich denke, dass ihr sie am liebsten sehen wollt. Und werde sie hinzufügen. Schreibt mal gerne eure Meinung dazu. Ich dachte jetzt nur so, wenn Coins Überfluss ist und ich würde jetzt irgendeinen normalen picken für 100k. Warum nicht, wenn man gleich eine fette Icon reinballern kann. Ist geiler für jeden, denke ich. Ich würde sagen, ich hole meine 2. Icon. Let's go. So, wir haben hier ziemlich starke Laudro, Pires, Giggs. Sieht schon mal ganz nice aus, aber ich denke, ich gehe mit Pires. Er gefällt mir aktuell am besten. Und ja, er kostet auch dementsprechend. Ja, ich würde sagen, ich gönne mir jetzt einfach mal Pires und bin gespannt für die 540k hier.
wie er sich in unserem Team machen wird. Let's go! So, Freunde, das ist unser Buy First Guy Special Card Team. Natürlich Perez jetzt eben noch ausgewählt. Ich war mir unsicher, ob die Coins reichen würden. Ich hätte nicht gedacht, dass die Picks trotzdem, obwohl wir hier zwei richtig starke Megapicks drin haben, finde ich, reichen würden. Dementsprechend denke ich, ist das schon eine ganz geile Aufteilung, die wir so haben. Wir haben hier Reward-Karten drin, wir haben hier Cater drin, beziehungsweise Wants-to-Watch-Karten, wir haben hier sogar Screen-Karte, die neuerdings rauskam, wir haben hier Champions-League-Karten, wir haben Inform-Karten, also wir haben Ikonen 2, die mega geil sind. Ich bin gespannt, Jungs, was dieses Spiel oder dieses Team reißen wird. Und dann würde ich sagen, gehen wir in die ersten Partien hinein, beziehungsweise in unsere drei Partien. Let's go! So, dann gucken wir mal unseren ersten Gegner an. Er hat auch, what the fuck, nicht volle Chemie. Und ein Brasilien-Team, großartig, mit Salvio noch vorne drin. Und, oh, ich habe den Linksverteidiger-Namen vergessen. Aber große, bis auf den Torwart, also, das stimmt gar nicht. Aber überwiegend auf jeden Fall Brasilien. Mal gucken. Ich hoffe, der haut nicht ab oder so und geht aus dem Game. Das wäre belastend. Oh, da kommt King, das Spiel. Oh mein Gott, was war das? What the fuck? Was hat er gemacht? Der war jetzt ja fast reingegangen. Komm, hier machen wir ein Fallrückzieher. Komm, ein richtig Schuss mit Klose. Oh, Klose, Digga. Bester Mann, ging voll in die Hose. Digga, der Gegner ist unnormal stark. Hätte ich nicht gedacht. Spielerisch auf jeden Fall, dass er, auch wenn wir keine Chemie haben, dagegen halten kann. Ist schon viel, sagt viel über ihn aus, finde ich. So, jetzt mal schicken wir King. Und King kann mal hier sich umdrehen, den Pass machen, ein weiter. Und da steht Klose. Kriegt den Ball, Klose. Okay, Klose raped erstmal gefühlt. 30 Mütter auf einmal. So, auf Klose. King kann nicht aufhalten. Da oben sehen wir ihn laufen. Und das wird das 1:0. Nein! Wow! What the fuck? Wieso wird es nicht das 1:0? Belastender Hase. Dann haben wir jetzt Silva. Spielt hoch zu Cater. Cater mit dem Rainbow. Und den Direktabzug! Oh, leider ins Aus. Ich muss sagen, er deckt echt extrem gut. Natürlich, er weiß, dass ich auf Klose etc. spielen möchte. Er deckt sie auch extrem gut. Schuss! Und bam in den Winkel! Bam von King, glaube ich. Nee, Cater war es. Was ein strammer Hammer in den Winkel. Sehr schönes Ding hier von ihm. Aber schön durch die Beine. Wow, mit was für Wucht er da reinflattert. Das ist nicht mehr normal. Ich hätte ganz gern aber noch ein bisschen mehr von Klose und Perez gesehen, muss ich zugeben. Klose, Hacke zu Hacke, der auf seiner Leitung sitzt wieder mal Mama. Was willst du da machen? So, und jetzt Perez, zeig, was du kannst in den Winkel. Schöne Körperfinte. Gerade noch eben gerade aufgeregt. Und dann zeigt er doch, was er kann mit seinem Schuss. Vorher die schöne Körperfinte. Ich wusste, dass der Gegner kommen würde. Aber es sieht einfach nur umso schöner aus. Da machen wir das Endchen. Er drückt Pause. Ich hoffe nicht, dass er rausgeht. Wie gesagt, seine Leitung scheint gerade besetzt zu sein. Soll sie zusammenkratzen, damit wir weiter spielen können. Boah, das Lag des Todes. Und Ospina auch seine erste Chance hier. So, Perez, zeig, was du kannst, mein Jung. Es lag, keine Ahnung warum. So kann man gar nicht spielen. Oh mein Gott, er gibt Perez den Ball. Das war es mal wieder komplett. Und brrrp, und damit ist es besiegelt. Perez zeigt uns eine kleine Show hier. Ich hätte jetzt eher mit Miroslav Klose gerechnet, aber anscheinend ist es der gute Perez, der dann da ordentlich Krawall macht. 13:0, schöner Lupfer. Ich denke, kann sich sehen lassen. Ich muss aber dazu sagen, Props an den Gegner. Der spielt echt heftig dafür, dass er so ein Team hat. Dass er mit normal Team, er spielt echt gut. Ich will nicht wissen, was der wieder spielen würde, wenn er ein richtig gutes Team benutzen würde. Oh, starker Pass, wenn der... Starker Pass. Schlecht verteidigt. Rebound zwar, aber starker Pass 3-1. Muss ich ihn lassen. Das, dagegen konnte ich nicht mehr nichts machen. Können wir jetzt nochmal eine Wiederholung sehen oder wird es weggedrückt? Ne, schade. Rebound und das Ding zappelt im Netz. Bruder muss fucking los. What the fuck? Er hat einfach zur Seite, zieht ab mit irgendeinem Gammelspieler und der Ball zappelt im Netz. Ja, moin. 2-3, okay. Wie gesagt, Jungs. Ich sagte ja, Salvio war es. Ich sagte ja, er ist ein guter Spieler. Dabei bleibe ich auch, wie gesagt, dass überhaupt, ich meine, gut, wir haben keine Chemie und es funktioniert nicht, aber du spielst nicht so gut mit so einem Gammelteam, wenn du nicht echt wirklich Klasse besitzt. So, und jetzt nochmal, boom, oh, was ein Krawall hier. Keeper ist auch mit vorne, das kann richtig lustig werden. So, dann haben wir jetzt Miroslav Klose. Der rennt rüber, sieht Perez natürlich. Perez ist da ganz alleine, glaube ich. Kriegen wir eine Skill-Einlage hin. Ah, oh, come on, steh auf, Perez. Oh, Skills, 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 oh, schade, das hätte was werden können. Und damit beenden wir dieses Spiel mit 3:2, man muss sagen, wirklich knapp, ich kann nur Props an den Gegner raushauen, weil war wirklich sick, wirklich mega sick am Ende. Er hat zwar kaum Chancen, wie man hier gesehen hat, aber wenn er eine hatte, dann hat er sie gnadenlos genutzt. Natürlich war das eine Tor Rebound, aber ich denke, das geht in Ordnung, auf zum nächsten Game, unser Team hat es präsentiert, die 2 Tore hätten zwar nicht sein müssen, aber der Gegner war echt gut, also...
Let's go ins zweite Game. Okay, dann bin ich jetzt mal gespannt. Unser nächster Gegner hat ein starkes Team. Wodjak heißt er. Immobil vorne, Mertens. Also Leute, die man auf ihn kann. Ich kann den Namen auch sprechen, nicht gerade. Oh, Nainggolan, so sehe ich gerade. Juan Fran etc. Ein sehr böses Team. Mal gucken, ja, was wir dagegen reißen können. Let's go. So, da kommt Pires zum Abzug. War, glaube ich, abgefälscht, ne? Ja, da gibt's Ecke. Bei Legenden werde ich jetzt immer versuchen, natürlich auf Fallrückzieher zu gehen. Oh mein Gott, wie Klose dabei aussah. Und der Schuss von Keita, der hat einen Wumms und er fliegt über die Latte. So, Verratti, der darf es auch mal versuchen. Und mit dem Arsch abgeblockt, glaube ich. Und da ist Pires. Oh, starker Schuss. Er wurde bedrängt von 4 Leuten und der Schuss kam super gut. Oh, der hat den Winkel durch die Beine. Verratti, Alter, ist das ein Monster. Nicht nur, dass er die Leute die Bälle abnimmt. Der knallt das Ding einfach in den Winkel, als wenn er nichts wäre, Digga. Kassieren kann ich mal aufhalten bei Edeka, Digga, erst schneller ist er. Ja, moin. Was eine kranke, also ich muss sagen, gute Aktion. Ich war ein bisschen kurz überrascht, deswegen konnte ich das auch nicht direkt kommentieren. Long aus Pina macht seine Sache echt top, muss ich sagen. Ganz weit unten sehen wir King. Und King, der kann das. Oh, da gibt's Elfer, oder? What the fuck? Es gibt kein Elfer! Ich meine, natürlich sah man das, aber er hat den Ball nicht getroffen. Und das Spiel ist zu Ende, 1:0 gewinnen wir. Ich denke, wir hängen noch eins ran, da es nicht so spannend war. Der Typ hat sich oft nur hinten reingestellt, warum auch immer. Ja, wir hatten zwar mehr Ballbesitz und mehr Chancen. Am Ende habe ich wahrscheinlich auch ein bisschen oft auf Klose versucht zu spielen. Da aber eigentlich nur hinten drinne stand, war das ein bisschen sehr schwierig, wie man gesehen hat, bis auf die Ecken. Und dann würde ich sagen, gehen wir halt in das nächste Game. Okay, dann gucken wir unseren Gegner an. Sieht interessant aus, auf jeden Fall, ein Bundesliga-Team. Werner, Tolisso, Ribéry, okay, anstatt Coman, interessant. Skoretzka unten im ZDM. Oben hat er Alcacar als Version. Ich finde es schon interessant, auf jeden Fall. Lenum, Tor, Süle, Guerrero, Toprak und Piszczek und Bellarabi. Mal gucken, was so abgehen wird. So, Miroslav Klose mal. Und der Ball geht zur Ecke. Yes! Und da haben wir, glaube ich, das erste Tor und von Miroslav Klose mit ein bisschen kleinen Lag-Problem. Der Schuss sitzt eiskalt, der Flachschuss ist drin. Ja. Ist auf jeden Fall ein bisschen angestrengt, das Game, weil es ein bisschen, ihr seht es jetzt schon, es laggt. Und das ist sehr unangenehm. Ja, moin. Das war es mal wieder komplett. Es hat so geleckt, dass weder er noch ich richtig reagieren konnte. Und dann darf Bernardo Silva auch mal ran und sein Tor machen auf Safety Goal. Aber dass das laggt, nervt wirklich schon ein bisschen. Ich hoffe, es ist erträglich anzugucken. So, Pires startet da unten. Oh, hat er nicht gesehen gehabt. Und Pires, der Abschluss war jetzt nicht so geil, muss ich zugeben. Höchste Konzentration. Ha, Klose. Wunderschönes Ding. Da beweist er endlich sich auch. Oh, es war abseits. Schade. Ich wollte sagen, da beweist er sich endlich auch mal richtig gut. Als Goalgetter, weil der war auch nicht so einfach zu verwerten. Er hat jetzt gut gemacht. Schön, Pires. Oh, was eine Kombi. Was eine Kombi zwischen den beiden Legends, Alter. Holy Macaroni. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der noch reinbrutzelt. Aber 13:0 lässt sich auf jeden Fall sehen. Ich hoffe, wie gesagt, dass die Legs nicht zu stark sind. Aber das Spiel macht immerhin gerade mega Bock. King, Digga. King ist schon... King ist schon nicht umsonst sein Name. Ja, moin. Und der Ball ist drin. Man hat richtig gesehen, wie er reingeschnibbelt wurde von Bernardo Silva. 4:0. Lässt sich solide auf jeden Fall spielen. Nur das Laggen stört mich. Er schießt und Ospina hält, Digga. 90. Der erste richtige gefährliche Angriff. Ja. Sehr schön, weiter gleich auf King. King macht nochmal hier was draus. Komm nach vorne, Pires. Der möchte den einschieben zum 5:0. Damit er auch noch hier seine Gala bekommt. Sehr schönes Ding. Warum der Gegner Pause drückt, weiß ich allerdings nicht. Okay, das Spiel ist aus und damit gewinnen wir 5:0. Okay, dann gehen wir zum allerletzten Game. Das Game hat zwar geleckt, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja, kann sich auf jeden Fall sehen lassen und rein ins letzte Game. So, der letzte Gegner. Okay, auch schon wieder ein Chemiebolzen hier, der auch 79er Chemistry nur hat. Mit, boah, ich habe den Namen gerade wirklich vergessen von den meisten. Savic sehe ich da noch, Höwedes
Naja, wird auf jeden Fall interessant werden. Mal gucken, ob der auch drinne bleibt. Also spielerisch sieht das schon mal wie eine glatte 1 aus, muss ich dazu sagen. Endlich mal jemand, der Internet besitzt. Woo! Das ist schon wieder so, keine Ahnung. Feiere ich 3 Millionen mal mehr als das von eben. Bam, Digga, 1-0. Was eine Kombi. Was eine Kombi, Jungs. Ich habe unten gewartet. Ich wollte eigentlich ganz ehrlich auf Klose spielen. Und habe gedacht, zack, auf einmal habe ich gemerkt, ich drücke zu doll. Und dann ist er perfekt so King. Und King läuft da perfekt rein und macht das Ding. Perfekte Vorlage von Perez. Und der Gegner geht raus. Digga, das können wir doch als nettes Spiel nehmen. Auf zum letzten Game. Und das nehmen wir trotzdem mal. Let's go. Okay, auf zum letzten Gegner. Mal gucken. Checka, wer der ist. Und 100 Chemistry. Was ist das für ein Keeper? Are you my dad? Maybe, Bruder. Maybe. Wer weiß. Ja, Promise. Junior natürlich am Stiesel und sonst, ja, doch sehr eigen, das Team. Bin ich mal gespannt, wie der spielen wird. So, schön die Lücke auf King. Und King macht's 1-0. 1-0 mit King. Alter, ich war konzentriert, das spielt echt nicht schlecht. Und vor allem das Lustige ist, es gilt einfach sehr gut sogar. So, Perez, zeig mal, was du kannst. Oh, das ist direkt ein Elfer. Mit dem Skill Run. Ihr merkt schon, ich bin etwas angespannter. Der Typ ist echt nicht schlecht, muss ich ihm zugeben. Es gilt auch sehr, sehr gut, was ich nicht verstehe, warum man nicht diese schnellen Dragback-Kombos zu Hacker-Hacker macht und sowas. Aber gut, jedem das Seine, jeder hat so seinen eigenen Skill und ich denke nicht, dass wir ihn schießen lassen. Ich würde sagen, wir machen das Ganze mit Perez oder Miroslav Klose. Ich glaube, ich mache mit Miroslav Klose. Okay, dann würde ich sagen, wir schießen mal ganz dezent in die Mitte. Und damit machen wir das Ding auch. Damit machen wir das Ding auch. Und meine Lieblingsfeierung wurde gerade leider nicht angenommen. Hier gucken wir so mal in der Wiederholung an und zack, Miroslav Klose macht ihn. Sauberes Ding. Hat er doch schon jetzt so seine erfüllt, muss ich sagen. Seine Torquote, ich habe mir die eigentlich viel höher vorgestellt am Anfang. Hier, also da war ich noch unzufrieden mit ihm bei den Games. Und jetzt mittlerweile ist es so, dass ich sagen kann, ey, okay, den kann man wirklich mal spielen. Der ist in Ordnung. Flanke kommt. Komm, Verratti, Mini-Verrückter oder so. Oh! Das war böse, Digga. Das war Scooby-Doo. Au, Digga, Sané. Zeigt sich auch mal hier, Digga. Auf Verteidiger. Pause angemeldet. Let's go. Wird er quitten oder was? Schönes Ding hier von... What, was war das für ein Bug? Bruder, muss los. Der Bruder, der Gegner muss da auch los. Und damit beenden wir dieses Video. Hat mich auf jeden Fall mega freut. Wie gesehen schon, habe ich Perez manchmal natürlich in den Sturm gestellt, damit man auch ein bisschen mehr von ihm sieht. Ansonsten mega, mega geiles Team. Was kann ich kurz abschließend zum Team sagen? Also die Defensive ist mir jetzt nicht wirklich großartig negativ aufgefallen. Ist aber natürlich auch nicht die beste. Dementsprechend ist sie auch, weil sie zusammengewürfelt ist, sehr eigen. Ich muss sagen, Verratti, ein absolutes Monster. Kann man auf jeden Fall, ist die Streamkarte absolut kaufen. Ist definitiv auf jeden Fall eine starke Karte. Keita ebenfalls. Bernardo Silva von den Weekend League Rewards ist vollkommen okay. Ein bisschen unauffällig gewesen, klar, weil die anderen die Rolle einnehmen. King ist einfach... einfach unmenschlich, finde ich. Jetzt kommen wir zu den Interessanten, und zwar zu Perez und Klose. Kann ich hier nochmal Bildchen sehen? So, das wäre ganz nice. Ich habe vergessen, was ich hier nochmal drücken muss. Aber egal, wir haben auf jeden Fall 3-0 gewonnen. Genau, Bewertung gucken wir uns aber nochmal ganz kurz an. Ach, scheiß drauf, ist jetzt auch egal, ob das jetzt Bildchen sind oder nicht. Aber auf jeden Fall sehr, sehr geil. Perez, einfach ein Monster, absolute Kaufempfehlung, definitiv, kann man auf jeden Fall sehr gut gebrauchen. Ich denke, mit dem macht man wirklich nichts falsch, bei dem läuft. Miroslav Klose ist manchmal ein bisschen klumpig, finde ich. Es kommt immer darauf an, welchen Chemistry Style man gibt, glaube ich, habe ich gehört zumindest oft, wie er sich agiert, was er macht, etc. Und ja, es ist halt ein bisschen schwierig halt in die Richtung bei dem. Und... ich würde sagen, er ist zwar nicht die beste Kaufempfehlung, ist jetzt meine Option, aber wenn euch das Ganze gefallen hat, sorry, dass ich so lange ein bisschen rumgelabert habe. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen und schreibt gerne unten in den Kommentaren, ob ihr öfter sowas sehen wollt mit Special-Karten, vor allem auch mit Ikonen etc. Ja, und damit verabschiede ich mich, euer Hamburg-Gangster Kevin ist raus und ciao!